Ja, wir hatten heute Abend den ersten Crowdfunding- und Fundraising-Roundtable hier in Köln im Startplatz. Wir hatten eine Menge an Zuschauern und das auch nicht nur durch Anwesenheit, sondern auch online, da das Ganze auch gestreamt wurde. Drei wirklich interessante Speaker. Das waren zum einen Gunnar Sohn, der eben von seiner gescheiterten Crowdfunding-Kampagne erzählt hat. Als zweites hatten wir Raphael Otten da. Ich bin Geschäftsführer von United Equity. Wir sind eine Crowd-Investing-Plattform hier aus Köln. Ist es für uns natürlich auch immer interessant, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Crowdfunding immer wichtiger wird auf der einen Seite und auch immer populärer wird. Das betrifft einmal Menschen, die hierher kommen, weil sie eine Idee haben oder ein Unternehmen haben, aber sich bisher noch nicht so über diese Schwelle getraut haben und dann einfach eins zu eins in Kontakt zu kommen. Einfach, da kann man die Fragen auf dem kurzen Dienstweg dann klären. Und zum dritten hatten wir wieder Andersen da, der selber schon zwei Crowdfunding-Kampagnen durchgeführt hat. Eine Kampagne, die ziemlich im Sande verlaufen ist. Damals ging es vor etwa einem Jahr um eine App, die er finanzieren wollte. Und vor kurzem hat er eben eine zweite Crowdfunding-Kampagne durchgeführt, womit er eine Reise nach Silicon Valley finanzieren wollte. Das Ganze hat er über Crowdfunding finanziert und ist wirklich gut damit vorangekommen und hat uns eben daran auch teilhaben lassen. Also ich fand ganz bemerkenswert, dass eigentlich die Kampagne mit dem 1-Sekunden-Video so gnadenvoll gescheitert ist. Also ich fand, das war eigentlich die beste Geschichte, die vorgestellt wurde. Das mit den T-Shirts fand ich total profan, ja, obwohl es dann mit rund 200% finanziert wurde. Es ist ja für mich eher so eine jungfräuliche Angelegenheit gewesen mit der Crowdfunding-Initiative, die wir gestartet haben, mit der Streaming-Revolution, wo wir den Hangout on Air Google-Dienst populär machen wollten und kräftig auf die Fresse geflogen sind. Und keiner hat verstanden eigentlich, was wir wollten. Sind wir, sagen wir mal, am Anfang nicht richtig durchgestartet. Ich glaube, die Startphase ist super wichtig. Da muss es direkt funken und dann kommt das Geld. Aber wenn man am Anfang schon Erklärungsbedarf sieht, wird es dann am Ende schwer, weil es psychologisch ist, ne? Wenn man dann nur noch, weiß ich nicht, 10 Tage hat zur endgültigen Finanzierung und es fehlen noch 80%, dann sagt dann jeder vielleicht, der sich noch interessiert, das Ding scheitert eh, da gebe ich noch nicht mal 5 Euro mehr rein. Und genau so war es bei uns gekommen. Mit dem Roundtable eine super Sache, weil man die gesamte Palette auch an Fehlern wahrgenommen hat, was man wirklich beachten muss bei den Kampagnen, die man aufsetzt. Wirklich die gesamte Palette dabei war eine runde Veranstaltung, Dennis.